Okay, ich wurde tippet. Bin in der Base. Boah, ist das ein Riesenvieh. Huch. Okay, das wird dann sehr interessant. Was macht denn das an, wenn man Dinos damit trifft? Sind die da, haben die da irgendwie auch so einen Debuff oder so? Die kriegen auch Damage davon. Huch! Ah! Jetzt bin ich unter der Erde. Kannst dich auch bewegen. Ja. Ach krass. Aber das sieht man dann, ne? Ja, das sieht man. Ja. Wie komme ich wieder hoch? Oh, ich bin hochgekommen, obwohl ich es gar nicht wollte. Der ist ja richtig schnell, ey. Ich hätte schon Bock, heute noch eine Base zu raiden eigentlich. Aber zeitlich knapp, ne? Ich bereite schon vor. Jetzt gerade 300 Compound-Bau-Pfeile gecraftet. Jetzt habe ich gerade Holz gefarmt, um gleich Rafts in Auftrag zu geben. Brauche eigentlich nur noch Leder. Und muss ein paar Sachen für die Turret-Base craften. Dann sind wir theoretisch, wenn wir dann leveln, sind wir ready. Hm. Einen Teleporter müssen wir noch entfernen. Oder wollen wir da keinen bauen? Bei den Aberration würde ich, nicht wegnehmen wollen, jetzt nochmal. Ja, das stimmt. Okay, pass auf. Dann mache ich mich jetzt auf dem Weg Teleporter checken. Okay. Aber ich sollte einen Generator mitnehmen, damit ich mich wegporten kann auch, ne? So. Aber ich sitze auf dem Känguru, voll dumm, ne? Okay, also hier bei dem Berg, unser Generator steht noch, aber der Teleporter ist weg. Was ist das denn für ein Teleporter hier? Aha, der gehört uns. Hab einen. Nice. Das könnte der sein, dass wir keinen dritten mehr platzieren können. Mhm. So, ich check mal eben, ob wir einen Teleporter platzieren können. Müsste eigentlich gehen. Jupp. Alles klar, nice. Dann haben wir jetzt alle verlorenen Teleporter eingesammelt, endlich. Dann können wir da drei platzieren. Wunderschön. Ich hätte schon Bock, die jetzt nochmal zu raiden, ne? Also ich würde fast sagen, ich nehme auch nochmal den Nudi, fahren jetzt auch noch ein bisschen Hide. Am besten ich nehme die Kettensäge, das ist glaube ich sogar besser. Maurer, du sollst ja auch noch eine Kettensäge nehmen. Jo, das bringt deutlich mehr als mit dem Rex. Dann machen wir Rafts, leveln alle Raid-Dinos mal hoch oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir vielleicht noch eine Dreiviertelstunde zum Raiden. Jo. Gott ey, wenn die Brontos ausgewachsen sind, haben wir halt direkt nochmal wieder ein Drittel weniger Platz hier. Doch mal woanders hin. Also, zu den Rexen vielleicht schon mal oder so, oder? Ja, besser jetzt, als wenn sie ganz groß sind, ne? Ja. Irgendwann müssen sie halt mal raus, bevor sie zu kurz sind. Okay, dann müssten wir ja eigentlich gleich nur den Stego leveln, oder? Ich meine, wir können die Mammuts noch ein bisschen mitleveln, als Backup. Ja, ich würde die Mammuts noch mitleveln. Aber das war's im Großen Ganzen. Ich hoffe, die laufen mir jetzt nicht über den Zaun, ey. Ja, sieht gut aus. Nein! Uff. Ah. Das sind Balenciaga-Brontos. Das sieht gut aus. Masse. Oh. Okay, ich glaube, es war genau der richtige Zeitpunkt, die rauszubringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir die angreifen, dann kommen die zu uns und töten meine Babys. So, also die Dinos sind übrigens beide fertig, beide imprinted und haben auch schon ein Ei gelegt. Das brüllte ich gerade. Nice. Und warte, ich gebe dir gebratenes gleich. Wobei, wir können auch das Schwein rein anhauen oder so. Warum heißt das eine Schwein Unehre? Weiß ich nicht. Was hat er denn getan? Er war unehrenhaft. Ja, ich merk's. Die Schweine sind eigentlich auch ganz gut gelevelt. Alle beide. Ja, gut. Dann setze ich mich auf Epo, okay? Ja. Haben wir bestimmt noch Mammut, warum man sich draufsetzen kann? Oder sind jetzt schon alle auf einem Dino? Wir sind besetzt, glaube ich. Wenn Maulwurf jetzt noch auf den Stego geht, dann sind wir alle durch. Gut, wie viele kommen noch, Neon? Das war's. Na gut. Okay. Dann stelle ich das Schwein mal gerade in die Mitte und heile die Jungs. Alles klar. Also ich würde jetzt, lange braucht ihr noch? Ein, zwei Minuten. Okay, sonst hätte ich den Alpha-K nur noch versucht mit den Rex. Nee. Nee, gut, okay. Hope nehmen wir jetzt nicht mit, ne? Also... Das überlasse ich auch. Entweder Hope oder Stego. Dann sollten wir halt den noch leer machen, weil da sind noch übel viel Sättel drin. Wobei wir einen Stego-Sattel haben und ganz viele Mammut-Plattform-Sättel. Also Mammut würde weniger wehtun. Ich pack die Raid-Strukturen in Epo rein, okay? Alles klar. Dann fangen wir mit Epo an. Ich hau da einen Teleporter rein. So, okay, gut. Ich glaube, ich bin bereit. Wir müssen langsam, ja. Ja, 40 Minuten. Ja, aber es schaffen wir in der Zeit, denke ich. Wenn wir es schaffen, schaffen wir es in der Zeit, wahrscheinlich. Jo. Okay, gehen wir direkt alle mal zusammen los? Ja, oder? Jo. Jeder genug Kompompo-Pfeile dabei? Wobei, wir könnten...
das Ding aufbauen und die Tiere dann alles rüberporten. Also wir können jetzt mit dem schnellen Tier hinrennen. Ja, ich würde den Jute einfach schon mal mitnehmen. Der ist ja relativ schnell beim Laufen. Es ist nur alles jetzt ein Epo drin, das ist doof. Ja, aber der Jute hätte eh nicht genug Weight gehabt, ne? Doch. Nee, der hat 900 Weight, das hätte er nicht tragen können. Ja, der Epo hatte auch eine 860. Was? Ja. Hat er? Ja, das geht schon. Ja, krass, okay, ja, dann lass umladen. Dann alles in Judy rein, machst du das? Ja, ja, ich mach. Und dann mit Judy einfach hinrennen, ich komme jetzt selber mit, dann bauen wir schnell das Teil auf und dann portet ihr mit den Dinos dann alle rüber, okay? Mhm. Also Maulwurf und ja. Okay, so, also, dann nochmal Judy. Geh du auf den Judy, ich geh auf den selber. Okay, Judy hat die Raid Base. Nochmal gerade checken, dass alles drin ist. Da fehlen Kabel. Nice. Die hab ich im Inf gehabt, alles gut, okay. Okay. Trotzdem gefreut mich, dass du das jetzt so checkst, das ist gut. Ja, was glaubst du, woran das liegt? Ich hab keine Ahnung. Also, nochmal. Generator ist da, Kabel ist da, Gasolin ist da, Steckdose ist da, Turrets und Muni ist da. Fundament, Türrahmen, Ceilings, Wände, Tür, Teleporter, müsste alles sein. Okay, so, dann ist Ablauf, wir gehen jetzt dazu, oder geht nur ihr zwei hin? Und ich warte mit Maruf? Nee, nee, du kommst mit, also Kay und ich jetzt. Weil wir bauen das Ding ja schnell auf. Okay. Ja, warte, dann gehe ich von dem 4 runter hier. Sekunde. Dann gehe ich auf dem UT und du auf dem Saber. Ja. Okay, alles klar. So, Rino Obi, ne? Jo. Oh, shit. Okay, jetzt. Ich steige ein. Irgendwie bin ich, habe ich overweight. Warte mal. Kannst du mir ein paar Stimberries in den UT packen? Ich habe gerade gemerkt, ich habe nur 30. Shit, ich habe den falschen. Da ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Vorsicht. Vier den einfach. Ja. Wo ist er? Ist er nicht? Der rennt da hoch. Hab ihn gehittet, zweimal in den Rücken. Hm. Ich habe den falschen selber dabei. Okay, ja, dann geh nochmal, dann lass uns nochmal beide einfach zurückporten. Warum beide? Sorry. Oh, was ist das denn? Ich steck mit dem UT in der Wand hier. Wie geht das denn? Wegen dem Felsen hier. Ich wollte mitkommen, Beam eigentlich, damit ich nicht mit der kompletten Raidbase alleine hier rumstehe. Achso, dann komm. Ja, ich bin schnell. Okay. Der Player ist abgehauen. Wenn wir Pech haben, gehörte der jetzt zu dem Tribe da. Aber eigentlich kann Neon doch auch direkt mitkommen, oder? Wenn er will, kann er auch mitkommen, ja. Weil es macht ja keinen Sinn, dass er zu Hause bleibt eigentlich. Ja. Ich hab das Zeug mal rausgeholt, ne? Okay. Meinetwegen kann auch Mauve mitkommen, irgendeinem kleinen Tier. Eigentlich können auch beide mitkommen. Sobald der Teleporter steht, können wir ja hin und her traveln. Ist ja kein Problem. Ja, mir ist egal. Ich nehme den Pechvogel. Ja, dann kommt einfach beide mit. Das ist ja nur unnötiges Risiko. Was willst du nehmen? Sind alle da, oder? Ja, ja. Okay. War nur ein gegierter Spieler gerade. Den haben wir verscheucht. Ich hoffe, die haben jetzt... Ich hoffe, sie sind nicht so schlau und haben da, wo vorher unsere Turret Base war, Foundations jetzt hingespammt. Ja, haben sie bei der ersten gemacht. Dann haben sie es da bestimmt auch gemacht. Ja, wir haben C4. Wir können das entfernen. Je nachdem, wie viel das ist. Ich habe auch Rocket Launcher dabei. Aber eigentlich will man dafür keine Raketen raushauen. Ja, unsere Box steht da einfach noch. Echt? Ja. Cool. Ja, krass, dann müssen wir vielleicht sogar nur Turrets hinstellen. So aus. Jo. Ja, geil, das macht's natürlich angenehmer. Ist sogar noch zu und der Generator. Na, der Generator ist aus, aber trotzdem. Ja, da hat es Benzin rausgenommen gehabt. Oh, der haben aber aufgestockt. Die haben jetzt einen Paracer, einen neuen Rex. Oder was ist das? Ne, ist ein Alu, glaube ich. Ah, ne, ist ein Rex. Oh, das interessiert uns nicht. Okay, bleibt mal noch zurück, Leute, dass wir erstmal aufbauen können hier. Ja. Hier, machst du die Turrets wieder, Beam? Ja. Dann sorge ich direkt mal für Strom hier. Ja. Der Generator ist... Okay, passt. Okay, Generator läuft. Jo, da ist ein Spieler, der hat mich aber nicht gesehen. Ich versteck mich. Gut. Wo hast du den gesehen? Der ist gerade am Try gewesen, hat da im Inventar was gemacht. Die haben auch einen Juvenile Rex hinten stehen und noch zwei Paracer, also. Ja. Bin auf jeden Fall ordentlich reingetamed auch heute. Porte nach Hause und hol das Mammut. Jetzt geht er zurück. Passt, oder? Kommt keiner mit? Wunderbar. Also und Schweinchen brauchen wir auch, ne? Mhm, ja, bring ich mit. So, ich komme mit Mammut und Schweinchen. Immer noch überladen, ey. Aber ich so Turret-Muni vergessen habe reinzutun. Konzentration, Beam. So, Mammut direkt mal deaktivieren von Sachen, damit er hier nicht rumfarmt. So, ich place die Fallen ähnlich wie letztes Mal, ne? Lass unsere Dinos irgendwie... Lass mal vorbei. Ja, ich lass einfach hier in der Mitte so ein kleines Loch, ja?
Okay, die haben uns ganz gesehen anscheinend, ja, oder? Hat ja, hat auf den Duty geschossen. Ah, fuck, ich hab die Shadow Stakes vergessen. Ich hab genug dabei. Okay, gibst du mal den, bau die in den Duty rein. Hol mal den Rex. Hol mal den Rex. 4 Stück. Die Duty sind auch noch Kuchen, die sollten im Mammut sein. Jo, pack ich rein. Okay. Ich gehe jetzt auf den Berg und Sniper zurück. Ja, ich komme mit dir mit. Die können ruhig auf den Duty schießen, das juckt denen nicht. Ah ja, da bist du okay. Ich hab links mir. Warst du das jetzt gerade? Ich bin hinter dir, ja. Rechts von der Base war gerade ein Spieler. Ja, ich sehe ihn. Ah, wieder hinter diesem Zaun, ne? Ja, scheiß drauf. Der guckt da. Sollen wir den Spino mit Kompombow beschießen? Ja. Hast du einen dabei? Ja. Okay, dann Attacke. Vielleicht kriegen wir den voll schnell weggeschossen. Okay, ich treffe ihn so, nice. Ja, ich auch. Wenn Glück haben, kriegen wir den sehr schnell, sehr low. Ja, links ist der Spieler. Bisher haben sie noch nicht gemerkt. Ich glaube, der ist im Busch, der hatte keinen Buschpanzer mehr an. Fangt der an zu tanken? Jetzt steigt einer drauf, glaube ich. Sah so aus. Jo. Okay. Boah, jetzt kann man wieder nicht erreichen. Jo. Aber wir könnten auf den Parasail jetzt noch schießen. Ja. Wie sieht das aus, Jungs? Wann geht er los? Von hier trifft das Parasail. Da unten läuft einer. Auf dem Paracer steht einer. Jo, scheiße. Schieß auf den auf dem Paracer. Ist tot. Nice. Ah, dammit. Okay. Mammut? Ich hab mal gehittet. Leute, kommt ihr? Mammut ja, vor? Ja, ja. Ich geh auf YouTube. Alles klar. Ich schieß weiter aufs Paracer ist runtergefallen. Ich würde schon mal. Okay, machst du Schweinchen? Muss wahrscheinlich den Kopf heben. Ja. Oh ich, ja. Ist das Schweinchen da? Das Schweinchen. Macht Aua. Dann geh lieber ein. Geh ein Stück zurück, nicht alles auf einmal tanken. Eieieiei. Maulwurfen. Du kannst sie doch ein bisschen einzeln abtanken erstmal. Ja, oder sonst tausch mit Neon, dann geh Maulwurfen auf den Duty. Ja, oder so. Er kommt, Rocket Launcher. Ja. Okay, Vorsicht. Jo, die geht daneben. Schon mal daneben, cool. Er liegt hinter der Foundation. Jo, ich seh ihn. Jo, ich achte auch auf ihn. Den leider gerade nicht. Er ist immer noch hinter der Foundation. Ich könnte ihn da locker grappeln, wenn er dann nochmal piekt. Kannst du das Mammut weiterheilen? Ja, Moment, ich aim gerade mit den Steinen ab, damit wir den... Aim den ab, ich geh auf das Schwein. Ich versuche mal von rechts einen Winkel zu bekommen. Vielleicht kann ich ihn von hier hinten zufällig treffen. Jo, ich sehe ihn, glaube ich, von hier. Ich schieß mal auf die Rexe mit Compound Bow schon mal. Mhm. Jo, ich sehe ihn. Jetzt sehe ich ihn auch. Er wird jetzt wahrscheinlich rennen, oder? Nicht? Okay, dann... Ist noch nicht. Ich hitte ihn. Der muss jetzt rennen. Haben. Nice! Sehr geiles Teamplay. Der Moli, das ist der Dingsbums. Genau. Crabbeln, kannst du den Crabbeln? Probier mal. Boah, ich bin sauschlecht da drin. Ja, warte. Okay, dann. Wo liegt denn der? Vor dem rechts Zaun. Von der Base, rechts vom Zaun, ja, auf jeden Fall. Komm zu mir, Neon, von mir aus kannst du ihn easy sehen. Sag mal bitte, kann jemand gucken, ob das zu hoch war? Es war zu niedrig, aber. Okay, warte, ich gucke. Schieß, dann sage ich dir was. Hat zwei Anderson auf. Ah. Da war viel zu niedrig. Ja, ja. Warte. Der Rex, bewegt er sich? Das war zu hoch, oder? Ich hab's nicht gesehen. Nee, der Rex macht nix. Beide nicht. Nee, keine Ahnung. Krieg den, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht mal genau, wo der liegt. Kannst, guck mal von hier. Sonst. Ja, ich sehe die Leiche, aber... Ja, egal. Dann lass weiter tanken. Lass die Zeit nutzen, wie er tot ist. Die haben wahrscheinlich eh nichts Krasses. Ah, dammit. Maulwurfen, gehst du auf den Duty wieder? Der hat Broken Bones, oder? Ich bin im... Ich hab noch einen gekillt. Nice, Peter? Nice. Links von der Base. Achso. Ja. Wir können die Rexe gerade ab. Ich schieß gerade auf den Rex mit dem Kompon. Okay, okay, ja, dann gib mir mal einen Boost mit dem Muti. Achso. Ich dachte, du gehst auf den Muti und Neon aufs Mammut. Ah, ja. Egal. Ich sitz gerade auf dem Schwein noch. Ja, oh, das war falsche Taste. Ja, egal, dann gehe ich auf den Muti. Scheiß drauf. Machen wir's so. Also, zwei sind jetzt auf jeden Fall tot. Ja. Die haben gut. Cooldown, die können nichts machen. Also, jetzt wäre der Zeitpunkt weiter zu tanken. Ob der Rex von dem blutet schon. Ihr könnt los. Geht los. Den Rex braucht schon hier nicht anfangen zu schießen, das glaube ich nicht. Gut. Ich schieße weiter darauf, dass ich wieder hier. Welchen Rex hast du geschossen, Neon? Auf den blauen? Ja. Okay, dann schieße ich auch mit auf den blauen, während Maulwurfen tankt. Ich hab nicht drauf geachtet. Jo, ist tot. Er ist nice. Sehr gut. Erster Rex tot. Das war der mit unserem Pimp-Sattel. Rache! Ja, wir wollen, wenn wir den Sattel wieder haben. Okay, das Deodon ist leer. Okay, dann zweites Schwein holen, oder? Ich glaube nicht. Porte mit Epo. Wir tauschen Mammut auch direkt aus, einfach. Da ist was ganz viel geportet. Die haben alles weggeportet. Ja. Es kann sein, dass die jetzt auf unsere Base gehen. Ich hoffe, die machen jetzt nicht so eine Wir-schnappen-uns-alles-und-hauen-ab-Aktion. Mm. Irgendwas schießt immer noch auf unseren Rex.
Mit Kompombo? Rechts ist einer hinterm Zaun. Ja. Geh vor. Ich will hier gerade wissen. Rechts, der ist hier rechts. Hab'n. Wo? Jumuli ist down. Da, wo ich hinguck. Ah, ich stecke in dir drin. Wo du hinguckst. Der wollte sich looten. Der wurde von anderen gecrappt. Hinter den beiden Bäumen. Jo. Ich versuche ihn zu buddeln, der rennt hier rum. Nice Shot. Tot? Nee. Wo seid ihr? Hier, vorne links. Komm mal. Bin da. Ich treffe ihn nicht, ey. Hab ihn gebissen. Oh, jetzt ist er weg. Ist tot. Ja, der müsste tot sein. Ich geh den looten mit dem Deiner. Ich hab noch alles, zwei Schüsse. Alles klar, okay, komm, dann lass uns beide hier, Mammut und so. Ja, ich komm mit dem Schwein Lute wieder. Steht da. Also rechts am Zaun hockt wieder einer rum. Jo, die sollten wir ignorieren, die sind so schwer zu treffen da rechts. Nimm den Yuti noch auf Follow, den brauchen wir auch. Ja, ich kann nicht beides, ne? Also einer muss das Schwein wieder benutzen und muss dann auch am besten gegenfeeden, Neon, ne? Wo ist denn der Yuti? Oh, hinter schönes dir. Kitterl ja, hinter, dabei. Hinterm Schwein. Warte. Ja, komm, möglichst schnell wieder hoch, Neon. Genau, ja, ich loote gerade seine Sachen. Jetzt schießen sie aufs Schwein oder was? Nee. Ja, auf mich gerade. Du bist noch nicht voll gebufft, ne? Ja, weiter. Ja, das hat auch eine gewisse Range. Aber es geht, okay. Jetzt bist du nicht mehr in Range, glaube ich. Da schießen aber noch viele Turrets, oder? Ja. Aber kann ja sein, dass das gleich ausgeht. Oh, schießen, wenn ich das jetzt richtig sehe, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 4 Turrets schießen aktuell noch. Wir haben nur 2 Schweine, oder? Jetzt schießen deutlich weniger. Ja. Die Links schießen nicht mehr, außer ihr seid zurückgelaufen. Nee, ich stehe. Hast du deinen Kopf oben? Dann sind die Links alle, wie es aussieht. Ich guck nach oben, ich guck mit dem Stego. Soll ich den Stego bringen? Ja, mach mal. Hol den mal her, ja. Dann schießen nur noch 2 Turrets. Dann können wir gleich drauf. Wir haben es wahrscheinlich gleich. Jo. Da ist gerade einer hinten, also da war gerade einer noch hinten am Snipen, der hat gerade einen Abgang gemacht, der ist hinten runtergesprungen, die Kippe. Ja gut, dann habe ich einmal gehittet, ich habe immer gedacht, das gehört zum Schwanz von dem Scheißrex. Aber ich habe einmal geschossen und dann habe ich es auch gecheckt, was gespielt. Ah, ich sehe ihn. Wo? Bring Mammut weg und der dann, Stego hast du schon fertig. Jo. Die sind gerade... Mammut nach Hause. Nice. Also... Die sind unten bei dem Paracer, einen habe ich gekillt, einer wuselt da noch rum. Also mit dem Rex können wir auch noch ein bisschen denken. Kannst du mich buffen, killen? Sekunde. Sofort, wenn ich das da unten sehe. Ich glaube, die haben Stuff in den Paracer geladen. Okay. Soll ich mit Kompombo hin und wollen wir auf dem. Soll ich den Paracer gehen? Einfach nimm einfach Dino und beiß den weg. Du zerstörst ihn noch komplett mit dem Dino. Der rennt gerade weg mit dem. Der rennt weg mit dem Paracer. Okay, ich buff wieder, dann können wir weiter tanken. Einen habe ich gekillt, der andere ist irgendwo mit dem Paracer weggelaufen. Ja. Ja, nach hinter die Base praktisch schon die Richtung. Ja. Richtung roter Obi eigentlich ziemlich genau. Genau, ja. Okay. Probier's. Okay, ihr habt jetzt keine Deckung, ne? Ne, ich glaube, die sind geflüchtet tatsächlich. Ist jetzt. Ich teste mal gerade die anderen Turrets, was die so sagen. Ich glaube, es ist einfach alles leer. Das sind doch die beiden, glaube ich. Ich geh. No. Pass auf. Geht weg. Zwei Turrets sind ein bisschen. Hier oben ist ein Spino bei mir, ist ein Spino. Kann ich da auch einfach drauf jumpen? Geht auch. Der wird dich, glaube ich, zerstören. Der macht viel zu viel Damage. Trifft er ihn denn, wenn er drauf ist? Ich sehe den Paracer, das ist ein roter, ne? Ja. Au. Okay. Warte mal, wo ist der Spino? Ja, da war ein Spieler drauf, bevor ich jetzt angreife. Ich sehe den Spino, ich versuche mit Raketenwerfer drauf zu ballern. Jo. Ich muss weg. Maulwurfen, was hast du vor da vorne? Willst du da C4 Run durch den Zaun machen? Ja, ich warte noch, ich mach noch nichts. Noch mach ich gar nichts. Diego, können wir mit dem Rex noch tanken? Ja, können wir. Na, der hat nur 14.000 Leben. Und davon fehlen schon 4. Ja. Ah, jetzt kill. Oh, das ist. Moment, Gohan? Das ist Jinichi, oder? Jinichi Stripe. Oh, jetzt. Offen an Kilo ist einer hier. Ja, wir porten mal gerade nach Hause. Ich komm eben mit dir mit. Kannst du das kurz halten wirfen? Irgendwie? Ja, ich stehe vorne, ne? Ach so, uff. Ja, gut. Ah, der killt. Jetzt killen die uns hier alle Dinos weg, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder? Wo sind die? Hier vorne vor der Bay. Okay, dann lass nach Hause. Schnell. Ja, ich komm. Aber das sind wieder welche auf. Moment mal. Das sind die Typen. Das sind Gohan, Sasun und so, oder? Ja, aber das sind auch wieder. Ist auch wieder einer mit Frosch und einer mit Bär. Das ist das Merkwürdige. Yo, der ist ja gar nicht schnell, der mit dem Bären. Ich schnapp mir gerade mal das Rhino-Neon. Bist du noch bei denen? Ja, die sind beim roten Drop. Okay.
Okay, ich komme im Rhino. Ich komme zum roten Drop, Neon. Wo seid ihr da ungefähr? Nee, ich bin jetzt beim ungefähr beim Gewächshaus. Ich, da, wo man die Rampe zu unserer Base hochläuft, vom See unten, da läuft der Berg gerade lang. Okay. Ich komme jetzt mit dem Judy, okay? Jo. Versucht ihn irgendwie festzustacken. Er beißt mich. Da unten sind sie beam, ich habe ihn gesehen. Hier unten. Er läuft halt weg. Er chased mich, der andere. Ich habe keine Stamina mehr auf dem Dino. Ah, ja, wir kommen. Ich bleib nur gerade hier überall hängen. Wir sind jetzt am See. Wenn du zum See läufst, ist es gut. Rechte Maustaste war 4, oder? Ja. Yo, der hat Rocket Launcher, alles klar. Ich komme, ich bin gleich da mit dem Rhino. Wer ist gefiert? Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Jo, der Frosch ist das Gefährliche, glaube ich, oder? Nee, der Bär hat den Rocket Launcher, oder? Jo, ja, ich muss jetzt ganz schnell weg mit dem Dino, der hat noch 30 HP. Ey, der Frosch. Wo kann ich helfen, wo seid ihr? Unten am See, wo wir vorhin Metall gefahren haben und so. Okay. What? Wow! Hier im Gras. Frosch mit Raketenwerfer. Ich habe ihn zweimal gehittet oder so, ein Spieler. Sehe nicht mehr. Wieso kann ich... Du hast den Kanu-Akku. Ja, der steckt... Ach, Mann. Der war hier. Ich sehe ihn nicht mehr. Da unten in der Schlucht. Die haben auch unser Greenhouse zerstört, die lustigen. Das hat's ja gebracht. Ja. Ja, komm. Sind alle Bondos tot jetzt? Nee, einer hat's überlebt. Ja, die weg? Ja, das ist zurück und jetzt die Base platten, oder? Ja, müssen wir eigentlich. Wir haben nur noch 9 Minuten. Okay, dann packe ich kurz alles weg aus. Wir haben halt nur noch 5 Minuten, das ist jetzt super kacke. Ja. Ich glaube, ich hätte den Parazer einfach Ruhe killen sollen, ja. Wir brauchen auf jeden Fall was ein bisschen tankt hier, ziemlich sicher. Wobei, wir können da wahrscheinlich durchlaufen, ich weiß es nicht. Kannst du klar, Maulwurfen kann der C4. Probieren uns jetzt einfach, aber ich sehe... Könnte auch Neon jetzt machen, ich bringe gerade den Rex nach oben, weil er unten stand. Also ich hab volles Rüstungsset an, Bier muss ich mir noch nehmen, so. Ja, genau. Bier ist ein Mammut. Was ich jetzt gerade gesehen habe, waren 2 Turrets, die noch geschossen haben. Und ich glaube, da waren 4. 2 links, 2 rechts. Ja, ich meine auch, das waren 4. Ist die Base oder ist das eine andere Base? Weißt du nicht, wie ich das mache bei den Fans-Dingern da? Ja. Weil, ob ich da einfach mit einem Fallschirm rüberspringe, mit einem Schild blocke dabei, weiß ich halt nicht. Ah, ich hätte den Parazer killen sollen, ey. Hm. Ich wollte ja erst den Spino killen mit Rocket Launcher so, aber jo. Wie mache ich das am besten? Eventuell, wenn du dich an die Ecke vorne rechts stellst, dann könnte es sein, dass dich von den Turrets auch nur 2 treffen. Ja, aber dann muss ich ja die Fans von der... Wo sind denn dein Nonikos? Ich würde mal das ringsrum abchecken wollen. Ich mache jetzt einfach mal ganz kein kurz Suizid. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist, wurde ja, der nicht ist in der Base, aber... Hm. Ich fliege jetzt einfach mal rein, so von hier oben. Von jetzt, da oben was? Komplett? Mhm. Okay. Man muss sich aber versuchen, dich nach rechts zu orientieren, ne? Guck mal, I don't know. Ja, ich probiere es einfach, wenn ich sterbe. Ich habe jetzt, weiß nämlich nicht, die beste... Wie viel Lachen C4 hast du dabei? 4. Okay. Hast du ein Schild oder so? Ja. Dann versuch es. Okay, Neon fliegt. Yo, ciao. Oh. Ja, go. 1. Nice. Erz auf. Okay, Generator. An sich müssen wir noch rein, den aus. Oh, ich brauche einen Fallschirm. Hast du einen Fallschirm? Gib mir einen Fallschirm. Ja, ich geb. Hier. Okay, dann spring jetzt auch rein. Oh, jetzt hab ich dir alle gegeben. Ja, gut, du musst reinspringen, Maulwurfen. Oder so wie ich gesprungen bin am besten. Von dieser kleinen Kante aus springen, blocken. Beam ist unterwegs, ja. Hinter dir. Ach du Scheiße. Okay. Ich bin jetzt erstmal tot ein bisschen. Ich bin tot, Alter, instant. Hast du wovon? Ja. Oh, lol. Ich hab einmal losgelassen und dann haben die mich erwischt, alle. Fuck. Okay. Maulwurfen, geh du vor, ich bin direkt hinter dir. Oh, ich hab noch Sachen. Ich auch, ich hab meinen ganzen Stuff dabei. Uff. Dumm. Ah. Ja, wenn nicht. Ich bin auch unterwegs. Nee, wir sind beide unterwegs. Wir fliegen. Gut, knack. Oh, ich bin kurz davor. Ah, ich bin drin. Mach den Generator aus. Ah, ich suche ihn. Hast du C4? Ruf die Betten. Nee, ich hab nichts zum Sprengen. Wow, Alter. Meine Leiche vorm Eingang. Meine auch. Direkt vorm Eingang. Meine müsste auch vorm Eingang liegen. Okay, ich war direkt im Eingang schon. Ja, da ist halt die Kante. Ich kann euch da nicht dran hochziehen. Hast du kein Grapple? Doch, aber die liegen halt so nah davor, dass ich halt rauspieken muss. Ich versuch's mal jetzt so. Moment. Okay, hab einen. Das war Maulwurfen.
Maulwurfen hat C4, aber nur 3. Das reicht doch für eine Tür. Das reicht. Ja, dann muss ich den... Wo ist der denn, der Generator? Mach die Lausche auf. Hier in der Mitte ist eine Säule. Ich nehme an, dass der da drin ist irgendwo. Du hörst den doch. Warte, ich spreng einfach die Kabel weg. Fertig, aus. Nee. Ja, weiß ich nicht. Wenn die das ordentlich gebaut haben, dann bringt das nichts. Einfach, also Jenny aus und dann schnell die Leiche. Turrets sind aus. Cool, sind alle tot außer mir, oder? Wenn ich da bin, dann habe ich noch eine Minute Zeit, dann kann ich schnell rüberporten, nackt und einfach mal alles looten. Ja. Boah, das Schild ist echt schnell kaputt gegangen. Ne, mein Schild war noch ganz. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit oben, war alles cool und dann der letzte Moment, wo ich an der Base dran war, war ich sofort tot plötzlich. Ich habe auch kein Bier reingehauen. Hatte ich auch nicht. Aber. Ja, das ist der Winkel einfach, genau. Dann seid. Oh, hier ist ein Spieler mit einem Raketenwerfer! Der schießt hier rein. Was ist denn mit ihm los? Wo kommt. Jo. Hier ist, vor der Base ist ein Player mit einem Raketenwerfer. Und in der Base ist jetzt auch jemand. Der schmeißt hier C4 rein. Und Gasgranaten. Ja, RIP. Ja. Weiß dann schon. Eigentlich müssen wir jetzt nur mit dem Judy rein sein, alles ist hier. Mit dem Rex. Nein! Nein! Ich bin betäubt! Ah, dieser scheiß Zaun, Mann! Ich konnte halt nichts machen, sorry, ich konnte nichts machen. Ja, das Problem war im Endeffekt, dass ich halt alleine jetzt da stand, ne? Und die haben halt Gasgranaten wie die Irren in die Base reingeschmissen und der andere mit dem Raketenwerfer reingeschossen. War denen ja egal. Base war ja eh tot. Ja, die hatten die schon aufgegeben. Ist wahrscheinlich echt alles in Paraiso drin gewesen, der ganze Stuff. Ja gut, Leute, weißer Bildschirm. Aber hey, wir sind weitergekommen als das letzte Mal. Ja, ich weiß nicht, wie ich hätte anders springen sollen. Der Winkel war vielleicht blöd oder so. Ich hatte das Schild die ganze Zeit oben. Und wo ich genau in dem Moment, wo ich Absprung gedrückt habe, also Leertaste, war ich tot plötzlich. Ich muss mir das im Video nochmal angucken. Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, nächste Folge gehen wir einfach weiter drauf. Ich wette aber, die sind mit unserem Zeug dann einfach komplett woanders. Glaube ich auch, die sind überall Berge. Ziemlich sicher. Also wir haben die Base eigentlich ziemlich ausgeschaltet. Aber, ja. Aber langsam wird's besser. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Bis.